Hallo, das ist die kleine Luna. Ich habe aber, was das Thema Vision Board anbelangt, relativ viel dazugelernt. Und das wollte ich jetzt mal so ein bisschen mit euch teilen. Hallo und herzlich willkommen zu einer viel zu nahen Zoom-Aufnahme. Ich weiß nicht, was die Kamera macht. Aber wir haben schönes, sonniges Wetter. Immerhin. Ich mach's wieder zu, weil es ist nämlich viel zu laut. Was ist der Punkt von diesem Vlog? Ist jetzt wahrscheinlich die Frage, die man sich da stellt. Und ich habe tatsächlich eine Antwort für. Wartet mal, ich muss mich mal kurz abstellen. Ich habe letztens mit einer Freundin gequatscht. Wir haben ein bisschen Vino getrunken hier. Ich habe heute überhaupt keine Lust, mich zu schminken. Es ist Sonntag, wir müssen jetzt einfach mit diesem Gesicht vorlieb nehmen. Meine Haut ist nicht perfekt. Nur damit ihr mir keine Kommentare schreibt, bitte, warum meine Haut so scheiße geworden ist. Hätte ich die Lösung, dann würde ich was tun, okay? Aber manchmal sind diese Kommentare einfach nicht wirklich erfolgreich, erfolgbringend, worum es wirklich geht. Eine Freundin von mir war, wie gesagt, letztens da. Wir haben einen kleinen Weinabend gemacht, haben ein bisschen gequatscht. Die folgt mir relativ aktiv auf Social Media, sieht halt meine Insta-Stories und ab und an vielleicht auch YouTube-Videos. Und wir sind schon richtig, richtig lange befreundet. Also noch aus der Reitzeit, da waren wir beide, also ich war wahrscheinlich 15, als wir uns kennengelernt haben und sie auf jeden Fall deutlich jünger. Und sie hat gesagt, weißt du, Sophie, wenn man das so bei dir online sieht, dann wird man gar nicht denken, dass du eigentlich auch nur ein ganz normaler Student bist. Und das hat mich voll zum Nachdenken gebracht, weil ich ja eigentlich so viel Wert drauf lege, ehrliche Einblicke zu geben. Aber dadurch, dass man Dinge halt schneidet, dadurch, dass man halt nicht seinen ganzen Tag 24 Stunden filmt, entsteht scheinbar doch ein etwas verschobenes Bild. Und sie hat mir halt erzählt, dass sie so ein paar Leute auf TikTok vorgeschlagen bekommen, vor allem, die halt irgendwie so ihre Routine gerade als Medizinstudierende zeigen. Das ist ja so in dieser Bubble schon relativ stark, sag ich mal, dass es da so ein paar Leute gibt und ich will das jetzt nicht bashen, das ist nicht der Punkt, sondern ich wusste gar nicht, über welche Leute sie spricht, aber sie hat halt gemeint, weißt du, da gibt es so Leute, die machen dann halt so, let's get motivated together, lasst uns die beste Version von uns selbst sein, die Person steht dann irgendwie 6.30 Uhr auf, macht sich immer gesundes Essen, macht Sport noch, bevor sie Uni-Vorlesung macht und dann wird gelernt und sie sagt zu mir, weißt du, Sophie, ich bin froh, wenn ich vor 2 Uhr mittags meine Zähne geputzt habe. Und ich fand das so geil. Wisst ihr, das Ding ist, warum ich, glaube ich, wieder so ein bisschen umgeschwankt bin nach dem Studienabbruch-Video und den Videos danach, bin ich ja wieder so ein bisschen zurückgegangen so zu Tipps und diesem ganzen Zeug, ja. Ich sag's euch ganz ehrlich, warum habe ich das gemacht? Weil immer mehr Vorwürfe kamen von Leuten, die gesagt haben, das sind gar keine echten Probleme, ihr Studenten braucht euch gar nicht beschweren, der Rest hat es viel schlimmer. Und irgendwann, gerade wenn du so eine, keine Ahnung, wenn du so eine Zielscheibe bist in dieser Hinsicht, irgendwann hat man keinen Bock mehr. Ja, und dann zeigt man halt nicht mehr, wenn es einem schlecht geht oder wenn sich gerade das Chaos absolut so bahnbricht, weil man sich so denkt, ich habe jetzt gar keinen Bock davon, von fremden Menschen, die unzufrieden mit ihrem eigenen Leben sind, irgendwelche blöden Kommentare dazu zu bekommen. Manchmal hat man Tage, da hat man da einfach keinen Bock drauf. Da will man einfach ein Video hochladen, was nicht so dazu einlädt, irgendwelche blöden Kommentare drunter abzulassen. Aber was ich dann auf der anderen Seite gemerkt habe, das ist nämlich so ein bisschen ein ganz, ganz schmaler Grat. Ich bin dann quasi weggegangen von, sagen wir mal, emotionaleren Videos hin zu Videos, in denen ich versucht habe, Motivation mitzugeben und Tipps und so weiter und so fort. Und dann habe ich so viel Backlash bekommen, vor allem unter einem Video von mir oder einem TikTok-Reel, wie man auch immer es nennen mag, von mir, was gar nicht böse gemeint war. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe das bei einer amerikanischen YouTuberin gesehen und bei ihr ist die Community voll abgegangen. Ich glaube, die Leute da sind vielleicht ein bisschen anders, vielleicht hätte ich das anders kommunizieren müssen. Es ist egal, auf jeden Fall. In diesem TikTok war es so, dass es halt um Gewohnheiten erfolgreicher Studierender geht. Und auf ihrem Kanal ist halt immer so let's get this und be the best version of ourselves. Halt so dieses bad girl thing, was sehr in ist. Ich bin eigentlich der Meinung, dass ich, wie soll ich sagen, ich habe das Reel auf jeden Fall nicht mit der Intention gedreht, jemandem ein schlechtes Gefühl zu geben. Da waren Gewohnheiten dabei wie trink ausreichend Wasser,
Das ist ja eigentlich jedem bewusst, dass man ausreichend Wasser trinken sollte. Die Leute auf TikTok, auch wenn sie manchmal so tun, haben das Rad auch nicht neu erfunden. Wenn ich ganz ehrlich bin, manche Tipps, die man auf TikTok liest, da denke ich mir so, ja, das wusste ich jetzt auch schon 10 Jahre, dass man die Pomodoro-Methode benutzen kann. Breaking News. Ich fand das Reel an sich sehr cool oder das TikTok und dann habe ich das so in meiner Art abgewandelt und so ein paar Sachen dazu geschrieben und so. 10 tägliche Gewohnheiten erfolgreicher StudentInnen. Schläft mindestens 8 Stunden, steht früh auf, isst komplette Mahlzeiten und ausgewogenes Essen, hat eine feste Tagesroutine und hält sich auch dran, nimmt aktiv am Unterrichtsgeschehen teil, trinkt ausreichend Wasser, hält sich aktiv, hat ein positives Mindset, macht tägliche Dankbarkeitsübungen. Und Fall Nummer 10 ist mindestens in ein außeruniversitäres Programm mit einbezogen. Es gab so viele Leute, die gesagt haben, ja, und ich bin so enttäuscht und dass sowas von dir kommt und du setzt jetzt so viele Menschen unter Druck, die das nicht so perfekt machen. Und ich dachte mir so, denken die Leute wirklich, dass ich das mache? Frage. Ich meine, natürlich, dieses Reel sehen auch Leute oder TikTok sehen auch Leute, die dich nicht kennen. Aber ich bin jetzt mal ganz ehrlich mit euch, okay? Mein Leben momentan ist eigentlich ein reiner Scherbenhaufen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie komme ich nicht mehr so richtig hinterher. Es sind sehr, sehr viele Dinge, die gerade aufkommen, auch sehr, sehr viel so im familiären Bereich, was man nicht beeinflussen kann, aber da ist leider sehr, sehr viel Stress momentan und ich muss meiner Familie da helfen und bin da dementsprechend in einem Bereich eingebunden, den man so nicht planen kann, aber ich bin natürlich für meine Familie da. Das heißt, man ist dann schon mal mit dem Kopf so ein bisschen nicht 100% bei der Sache. Dann habe ich das neue Studium angefangen. Das gefällt mir, das ist überhaupt nicht der Punkt, weil ich irgendwie 100-mal gefragt werde, findest du das jetzt gut? Ja. Macht euch keine Sorgen, okay? Ich finde das gut. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das ist jetzt aber packen, weil es ist im Grunde genommen BWL, okay? Aber es sind sehr, sehr viele neue Eindrücke für mich. Auch wenn ich nicht mehr Ersti bin, vielleicht ist sogar bei mir deshalb der Anspruch einfach größer, das direkt besser zu machen und nicht in so einen Anfangstrott zu kommen, in dem ich jetzt voll drin stecke, ja? Und meine Aufmerksamkeitsspanne ist halt einfach die von einem kleinen Kind, so wenn überhaupt. Also das ist durch Online-Uni echt schlimm geworden, weil ich mich halt irgendwie voll daran gewöhnt habe, dass man Dinge vorspulen kann. Und dann hocke ich in der Vorlesung und denke mir so, das geht auch schneller. Das, was da ganz, ganz viele online vorleben, das ist nicht der Durchschnitt der Studenten, okay? Ich finde, es ist einfach so ein Mittelding aus ganz normalen Leuten, die einfach manchmal ganz normal keinen Bock haben. Das heißt nicht, dass man deshalb ein schlechter Student ist oder so oder sich schämen müsste dafür. Aber irgendwie bekommt man manchmal so ein bisschen den Eindruck, man muss sich schämen dafür. Wenn man sein Leben nicht maximal im Griff hat, nicht die beste Version seiner selbst ist, in der Früh aufsteht und erstmal 5 Stunden meditiert, um seine innere Mitte zu finden. Es gibt Dinge, die mache ich richtig gerne und da weiß ich einfach, die tun mir gut. So, ich mache eigentlich auch gerne Yoga. Mache ich es jeden Tag? Nee. Und manchmal bin ich sogar zu faul für Yoga. Hört ihr das? Das ist unsere Heizung. Da freut man sich doch einfach, oder? Dass jetzt wieder die Heizsaison kommt, wenn die Heizung sich so gut anhört. Ja, aber auf jeden Fall sind wir gerade dabei, uns eine andere Wohnung zu suchen Richtung Nürnberg. Und ich würde mich mega drüber freuen, wenn es klappt. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns super gerne die Daumen drücken. Ich bin jetzt deshalb gerade dabei, super viel hier auszusortieren und habe jetzt eBay Kleinanzeigen für mich entdeckt. Ich habe schon meinen Zani-Koffer verkauft. Kann ich euch mal zeigen. Auf jeden Fall sind hier meine Zani-Sachen drin. Und die habe ich alle zusammen verkauft. Und bin sehr, sehr happy. Muss ich noch eine Abholung ausmachen. Außerdem habe ich hier eine Sammlung an Papiermüll. Denn bei uns im Haus habe ich das Gefühl, ist das so ein interner Kampf, der da ein bisschen gekämpft wird. So, wer schafft es zuerst, die Papiermülltonne voll zu machen? Denn auch wenn ich niemals wirklich, ich sehe, wenn ich im Treppenhaus bin, sehe ich quasi nie irgendeinen anderen Mieter hier. Aber wenn ich in den Papierkorb gucke, dann weiß ich, es sind noch andere außer uns da. Denn immer wenn ich dann meinen gesammelten Papiermüll in den Mülleimer bringen will, dann ist der halt schon knackevoll. So, meine Freunde, jetzt wisst ihr so ein bisschen, wie es bei mir ausschaut. Ich werde mich die nächsten Tage nochmal bei euch melden. Ich weiß nicht genau, wie lang der Vlog gehen wird, weil Jüchen nämlich am Freitag umzieht und ich ihr da ein bisschen helfe. Aber ich glaube, das wird schnittmäßig zu knapp, euch Jules Umzug in diesem Vlog zu zeigen. Wenn ihr Bock habt, können wir euch den ja im nächsten Vlog zeigen oder so. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal meine Woche vorgeplant. In diesem Planer hier, den benutze ich momentan noch. Der ist aber schon relativ voll, leider Gottes. Thank you.
Komm mal her. Hallo. Das ist die kleine Luna. Und die ist jetzt für einen Abend bei uns, nicht wahr? Und ich habe sie ein bisschen aufgeräumt, wenigstens für sie. Also hier ist so der Haufen der Schande. Das sind Sachen, die müssen zum Wertstoffhof. Und Jürchen und ich haben uns jetzt ein bisschen Gebäck geholt und dann gehe ich später... Ups! Dann gehe ich später mit der Kleinen raus. Der Kuchen ist, glaube ich, total zerdrückt. Wir essen das jetzt am PC, gucken ein bisschen was und dann gehe ich mit der Kleinen eine Runde raus. Hallöchen, ihr Lieben. Ich stelle euch mal hier so ab. Lünchen und ich sind zurück. Willst du kurz in die Kamera gucken? Magst du kurz hierher? Ihr könnt sie, glaube ich, nicht wirklich sehen. Da. Guck mal da. Schau mal da. Ich bin mega platt. Beende jetzt mein Workout. Ich dachte mir, immerhin ein paar Schritte sammeln kann ich. Ich habe gestern nicht gevloggt. Ich glaube, das letzte Mal habe ich am Sonntag gevloggt. Heute haben wir Mittwoch. Das hatte Gründe, warum ich nicht gevloggt habe. Es war einfach so unfassbar viel los. Wir waren gestern Abend noch in der Notaufnahme, mein Freund und ich. Ich glaube, man hört es auch ein bisschen, dass ich ein bisschen nasal spreche. Also es ist kein, ihr wisst schon, was ich meine, wurde auch noch mal in der Klinik getestet. Wir waren nicht wegen mir da, weil mein Freund so starken Reizhusten hat, also so ganz, ganz trockenen Husten. Und ich habe mir einfach mega Sorgen gemacht, weil er so stark gehustet hat, dass halt teilweise Blut dabei war, teilweise sich übergeben musste und alles. Und das hat mir so sehr viel Sorgen bereitet, wie man wahrscheinlich nachvollziehen kann. Dann habe ich halt gesagt, okay, komm, wir laufen jetzt kurz hinter in die Notaufnahme, weil wir wohnen relativ zentral in Erlangen und das Uniklinikum ist nicht weit. Genau, die haben ihn da dann aufgenommen. Das war, glaube ich, um 11 oder halb 12. Und ich durfte da nicht bleiben, war mir eigentlich schon klar. Ich bin dann abends alleine so ein bisschen, also eigentlich hatte ich keine Angst, weil Erlangen ist nochmal anders als Nürnberg, aber trotzdem laufe ich nicht so gerne alleine irgendwie im Dunkeln in der Stadt rum. Bin nach Hause gelaufen und habe halt eigentlich damit gerechnet, dass er nicht stationär bleibt. Und die haben dann halt gesagt, ich soll nach 2 Stunden oder sowas anrufen frühestens. Und dann habe ich mir einen Wecker gestellt, habe mich auf die Couch gelegt und bin sofort eingeschlafen. Weil man halt dazu sagen muss, ich habe, bevor wir aufgebrochen sind in die Klinik, habe ich ein Medikament genommen, wo auch was, ja, nicht einschläferndes, aber wo was müde machendes mit drin ist, dass man halt leichter schlafen kann trotz Erkältung. Und es ist natürlich eine Hammermischung, wenn man dann mit so einem Medikament aufgetankt in der Notaufnahme warten muss. Aber es war außer uns niemand da. Es war richtig gruselig so, es war alles menschenleer. Aber unterm Strich haben sie nichts gefunden und haben jetzt einfach gesagt, okay, sie gehen davon aus, dass es eine Virusinfektion ist und halt relativ hartnäckig. Und ja, bei mir ist halt nur die Nase ein bisschen zu, Hals ein bisschen kratzig. Und hier die Nebenhöhlen sind ein bisschen voll, so vom Gefühl her, kennt ihr das? Wenn man so den Kopf runter macht und so ein bisschen wehtut. Und sie hier habe ich, weil seine Eltern jetzt erstmal für ein paar Tage wegfahren und die kleine Maus kommt dann morgen Abend zu einer richtigen Hundesitterin. Ich bin ja eigentlich keine wirkliche so, also klar, wir haben einen Hund daheim, aber der hört ja auch nicht auf mich. Dementsprechend war ich die letzte Wahl, aber ich war die Einzige, die Zeit hatte, die kleine Maus zu nehmen. Und ich verbringe auch echt gern Zeit mit ihr. Sie ist voll die Ruhige und kuschelt sich jetzt bestimmt gleich aufs Sofa und chillt. Der restliche Plan des Tages ist, ich habe um 16 Uhr ein Coaching. Also es gibt eine Firma, mit denen arbeite ich schon länger zusammen und ich gebe denen quasi Tipps für ihr Social Media und das machen wir so einmal im Monat. Ach, heute Abend habe ich noch ein Gruppencoaching. Ich habe mich für ein Gruppenprogramm angemeldet, wo es um Finanzen geht und wir sind alles Mädels und ja, da lernt man so ein bisschen, wie man sein Geld strukturieren kann, wie man mit Geld umgehen kann und das ist für mich sehr wertvoll, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Geld ist irgendwie was, wo man sich nicht so gerne befasst oder ich habe das jetzt zumindest nie irgendwie mitbekommen, über Geld sprechen immer ganz viele Leute gar nicht so gerne, aber ich finde, Geld ist absolut nichts Negatives. Es kommt ja voll drauf an, wie man es nutzt und seitdem ich mit Social Media Geld verdiene und davon leben kann, habe ich auch immer regelmäßig was gespendet. Also es kann ja jeder entscheiden, wie er sein Geld einsetzt. Für mich bedeutet Geld einfach Freiheit, so dass man halt entscheiden kann, wie man seine Zeit verbringt,
Ich freue mich sehr, anderen Geschenke zu machen. Schau dich mal Luna an. Dir geht's gut, gell? Ich war am Überlegen, jetzt vielleicht noch eine Runde Yoga zu machen, während Luna da hinten chillt. Guck mal. Oh mein Gott, hier ist es so unordentlich. Ich habe jetzt immer noch meine Sportsachen an, aber wie gesagt, vielleicht mache ich gleich Yoga, wenn ich ein Video finde, was mir akut zusagt. Könnt mal gerne kommentieren, was ihr momentan so an Sport macht. Aber ich mache, wenn dann, spazieren oder Yoga. Und ich renne sowieso den ganzen Tag in Sportklamotten rum, leider Gottes. Das ist übrigens ein Sport-BH. Der ist relativ lang und hat so ein Crossover-Dings. Ich weiß nicht, wie man das schön beschreibt, aber der ist sehr bequem. Die Hose mag ich auch sehr. Die hat hier so einen Gummibund und ist dann am Po so ein bisschen... Keine Ahnung. Mein Freund findet sie nicht so vorteilhaft an meinem Hintern, weil die so schnell so Pampers-mäßig aussieht. Aber ich mag die voll. Die ist richtig bequem und geht dann unten so mit so einem Gummibund zu. Und die Marke ist dieselbe wie mein Teddy-Pulli. Die nennen sich Halara. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, falls ihr euch das mal angucken wollt. Ich verlinke euch auch die Teile, die ich anhabe, einfach in der Infobox. Und jetzt mache ich mir einen Tee und dann, glaube ich, mache ich Yoga. Es ist geraume Zeit später und ich mache jetzt noch was fertig, bevor ich gleich meinen Zoom-Call habe. Okay, Luna fühlt sich gerade angesprochen von dem, was ich gesagt habe. Willst du dich hier draufsetzen, Luna? Magst du hier, guck mal. Machen hier noch Plüschi hin. Plüsch, magst du hier hoch? Ist das bequem? Nicht so 100%. Nee, auf meinen Stuhl kommst du nicht. Ja, das ist meiner. Okay. Okay, sie guckt mir jetzt, glaube ich, beim Arbeiten zu. Ich habe eine Kommilitonin von mir gefragt, ob sie Lust hätte, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen accountable halten. Okay. Mit Uni. Das ist übrigens ein Tipp, den ich euch auch geben kann, wenn ihr das Gefühl habt, gerade mit Online-Uni. Ich kenne es selber. Man muss einfach so eine krasse Selbstdisziplin haben, um in der Online-Uni sich genauso zu motivieren und genauso viel zu machen wie in der normalen Uni. Das ist einfach zu verlockend, da abzuschalten und nicht hinzugehen. Ich habe sie jetzt gefragt, ob sie da Lust drauf hätte. Ich habe jetzt vorhin gesehen, sie hat mir geantwortet. Ich hoffe, es ist positiv ausgefallen. Und dann dachte ich mir, man könnte sich einfach so regelmäßig auf Zoom verabreden und einfach gemeinsam so wie in so einem Study with Me Livestream einfach so gemeinsam was machen, aber halt, wir sind ja an derselben Uni und studieren genau dasselbe Fach. Also dann kann man sich schon mal zwischendrin so fragen, hey, wie hast du das und das verstanden oder hast du da und da eine Aufzeichnung für? Also wenn man jetzt nicht wüsste, dass das ein Hund unter der Decke ist. Ich habe jetzt... Ich habe jetzt fast meinen Tee umgeschmissen. Ich habe jetzt noch ein Gruppenmentoring, das von dem ich euch erzählt habe. Bin schon sehr gespannt. Heute geht es nämlich um Vision Mapping. Ich habe jetzt meinen Call. Ich will nicht zu spät kommen und dann melde ich mich danach. Good morning in the morning. Da hinten ist Luna. Ja, wir waren heute schon draußen, ganz am Morgen, eine Morgenrunde, direkt nach dem Aufstehen. Dementsprechend fertig bin ich. Und dann habe ich mich nochmal normal angezogen. Also habe jetzt eine Jeans an und diesen Pullover. Nach dem werde ich öfter gefragt. Der ist aber irgendwo online bestellt gewesen. Sorry, ich bin so hundemüde. Wir waren dann noch mit meinem Freund jetzt bei seiner Arbeit, haben ihn da abgeliefert, haben dementsprechend ein paar Schritte gesammelt, haben sehr viele Regentropfen abbekommen. Ich bin klitschnass und irgendwie... Tut es mir mega, mega leid, dass dieser Vlog so komisch ist. Also irgendwie so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Ich muss da erst wieder so ein bisschen reinkommen. Ihr habt immerhin sehr, sehr viel Content in diesem Vlog gehabt, ne? Luna, das ist eigentlich ein Schreibtisch, ne? Und das sind Toffifee, die sind nicht für Hunde. Aber ich habe trotzdem einen Plan für heute. Ich habe jetzt gerade der lieben Followerin von mir geschrieben, beziehungsweise mir eine Memo auf Instagram geschickt, dass sie ihre ganzen Sachen, also die ganzen Materialien, die hier hinter mir stehen, dass sie die super gerne
entweder morgen abholen kann und dann macht mein Freund die Übergabe, weil ich morgen bei Jürchens Umzug bin. Oder aber am Samstag oder so. Aber das, was ich jetzt zuerst mache, ist mir ein neues Vision Board gestalten. Ich zeige euch mal kurz, wie mein Homescreen jetzt aktuell aussieht. Ich finde ihn auch ganz schön. Aber es ist halt, was soll ich sagen, keine Ahnung. Es ist halt irgendwie nicht so das Wahre. Also das hier ist mein Grund-Homescreen. Den habe ich in Canva erstellt. Also so nennt sich die Grafik-App, die ich benutze. Und zwar anhand einer Vorlage. Ich kann euch mal kurz raussuchen. Das hier war eine Grundvorlage von einer TikTokerin. Ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr, wie sie heißt. Aber das habe ich quasi so ein bisschen für mich umgebaut. Auf jeden Fall habe ich das für mich angepasst und habe das hier draus gemacht. Und das finde ich eigentlich an und für sich richtig schön. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich brauche da eine Mischung. Weil ich habe jetzt hier quasi, kann ich dann alle Ordner ablegen, die mit Arbeiten zu tun haben. Hier alles Persönliche, da alles für die Uni. Und hier habe ich meinen Stundenplan eingetragen, wobei mein Stundenplan sich immer ändert. Das heißt, es ist eigentlich ein bisschen doof, das als Hintergrund einzutragen, weil ich müsste den quasi jede Woche neu erstellen und das mache ich natürlich nicht. Ich finde das sehr, sehr, sehr ästhetisch, will ich gar nicht sagen, aber ich hatte vorher einen anderen Hintergrund. Das hier war mein vorheriger Hintergrund. Das heißt, da hatte ich so ein bisschen das Ziel mit den 100.000 Abonnenten auf YouTube drauf. Dann hatte ich ein Pferdebild drauf. Hier habe ich relativ viel gesundes Essen. Ich habe aber, was das Thema Vision Board anbelangt, relativ viel dazugelernt. Und das wollte ich jetzt mal so ein bisschen mit euch teilen, falls ihr euch auch damit auseinandersetzt, sage ich mal, Wünsche und Ziele zu erreichen. Da gibt es so ein paar Sachen, die ich auch hier bei diesem Vision Board falsch gemacht habe. Und ich will euch nicht sagen, dass ihr euer Vision Board komplett anders gestalten müsst. Das ist nicht der Punkt. Aber wenn ich diese Bilder hier angucke, dann ist das alles ästhetisch und schön und passt. Aber wenn ich die Bilder ansehe, kommt in mir keine klare Emotion raus. Genauso bei dem, das ist irgendwie so ein bisschen alles und nichts. Das hier ist auch ein süßes Bild, ne? Nicht falsch verstehen, das ist ein schönes Bild, aber es kommt keine Emotion hoch. Und hier habe ich nur die Icons gemacht, da weiß man jetzt auch nicht, okay, was ist jetzt überhaupt ihr Ziel? Genau, das Einzige, wo ein bisschen mit Emotionen behaftet ist, würde ich sagen, ist das Pferdebild. Aber auch das ist nicht so richtig catchy. Das heißt, das, was ich jetzt gemacht habe, ich suche mir übrigens immer Inspiration über Pinterest. Ich habe hier eine neue Pinnwand erstellt, ein Vision Board mit Bildern, die wirklich Emotionen in mir hervorrufen. Und da ist jetzt zum Beispiel hier reine Haut dabei. Also, I mean, wie hübsch ist bitte ihre Haut? Dann sind Häuser dabei. Dieses Haus finde ich unfassbar schön. Ich habe tatsächlich immer, wenn ich mir ein Traumhaus vorstelle, dann denke ich irgendwie an diesen Aufbau. Also jetzt nicht alles exakt genau so, aber ich finde das richtig, richtig schön. Und es geht quasi darum, dass wenn man sich ein Vision Board zusammenstellt, dass man dann nur Bilder verwendet, die in einem wirklich tiefe Emotionen hervorrufen. Und zum Beispiel bei den Body Goal Sachen gibt es super, super viele richtig, richtig hübsche Mädels, die da ihren Körper posten, aber es war jetzt tatsächlich nur bei diesen zwei Bildern so, dass ich mir dachte, okay, das finde ich richtig schön und weiblich und sinnlich und nicht super dünn. Also mein Ziel ist es zum Beispiel nicht, ultra dünne Beine zu haben. Ich mag meinen Po ganz gerne. Deshalb wird es mir nichts bringen, mir jetzt Bilder abzuspeichern von Mädels, die gar nicht meinem persönlichen Körperideal entsprechen. Diese Bilder rufen Emotionen in mir hervor und ich werde jetzt die Wand so ein bisschen erweitern, werde mir die Bilder rauspicken und werde die dann wieder zu einem ungefähr so angeordneten Bildschirmhintergrund machen. Mit konkreten Zahlen, die ich schön hinterlege und das kann ich euch als Tipp geben. Mein Vision Board ist soweit fertig und ich wollte euch jetzt noch zeigen, wie man die Ordner so beige machen kann. Vielleicht wisst ihr das auch schon, dann tut es mir natürlich leid. Aber ich habe mir jetzt hier einfach rausgesucht Beige Folder PNG. PNG bedeutet, dass es transparent ist, also dieser Kastenhintergrund. Dann gehe ich hier auf Kopieren und dann klicke ich hier auf Informationen. Und jetzt machen wir hier einen Doppelklick. Ich mache Command V und dann wird das eingefügt, wie ihr seht. Und dann haben wir hier einen beigen Ordner, so wie bei den anderen hier auch. Und das ist jetzt mal so die Übersicht, die ihr seht von meinem Vision Board. Und ich mache das jetzt auch noch als iPad-Hintergrund und werde es dann wahrscheinlich noch umformatiert als Handy-Hintergrund machen. Da kann ich nicht alle Bilder verwenden, aber so ein bisschen die wichtigsten. Ich finde es sehr, sehr schön. Es ist nicht so übersichtlich wie das vorherige, muss man natürlich ganz ehrlich sagen. Aber für mich ist es wichtiger,
meine Ziele vor Augen zu haben, als dass es jetzt super ästhetisch aussieht. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch dieses Template hier, also ich würde das hier halt rausmachen, weil ich denke mal, diesen Button von YouTube werden nicht viele von euch super anziehend finden. Aber ich kann hier ja irgendwie ein schönes Bild reinmachen und das hier freilassen. Und dann könnte ich euch dieses Vision Board hier, beziehungsweise diesen Schreibtischhintergrund im Newsletter verschicken. Wie gesagt, tut es mir super, super leid, dass dieser Vlog so durcheinander ist, beziehungsweise irgendwie nicht so einer klaren Linie folgt. Aber es gab einfach ein paar Sachen, die ich gerne loswerden wollte, die ich mit euch teilen wollte. Und vielleicht hat euch der Vlog trotzdem mit einem guten oder lässt euch mit einem guten Gefühl zurück. Ich werde mir jetzt Frühstück machen, werde mich dann duschen. Richtig, richtig warm. Bei mir ist unfassbar kalt gerade und ich möchte jetzt einfach unter eine super warme Dusche springen und dann meinen restlichen Tag ruhig gestalten. Ja, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Die Links zu Halara, also zu den Sportsachen, die ich euch gezeigt habe, beziehungsweise der Kleidung, packe ich euch auch nochmal in die Infobox zusammen mit dem Rabattcode. Also guckt da gerne vorbei, falls das interessant für euch ist. Und dann ja, hoffe ich, wir sehen uns in einem neuen Video wieder. Ciao!